Unwuchtsensor der Waschmaschine Alarm schlägt, kann das nicht nur an defekten Dämpfern liegen. Denn manchmal sind auch einfach nur die Federn daran schuld. Da dieses Modell noch dazu über keine richtigen Dämpfer verfügt, scheint ein Tausch unumgänglich. Bevor wir aber mit der Reparatur beginnen, sorgen wir für die nötige Sicherheit und stecken die Waschmaschine sowohl vom Stromanschluss als auch dem Wasseranschluss ab. Zudem müssen bitte alle im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Dann kann es auch schon losgehen und wir beginnen damit, den Gerätedeckel abzuschrauben. Danach schieben wir den Deckel nach hinten und entfernen ihn. Ist das geschafft, geht es zur Rückwand, wo wir nacheinander alle Blenden der Transportsicherung entfernen. Einfach eindrücken und nach außen schieben. Anschließend folgen die Schrauben der Rückwand, die wir ebenfalls entfernen. Danach nehmen wir die Rückwand ab. Die folgenden Schritte sind nötig, um Platz für den Tausch der linken Feder zu schaffen. Denn diese wird leider durch die Einspülkammer abgedeckt. Wir entfernen daher als nächstes die Waschmittellade. Danach folgt die Frontblende. Aber Achtung, diese ist durch jede Menge Plastikverriegelungen gesichert. Eine an der von vorne gesehen rechten Seite, drei weitere an der Oberseite, eine auf der linken Innenseite neben der Waschmittelkammer und eine letzte sehr versteckt an der linken Außenseite. Die letzte ist dabei nur mit Hilfe eines Schraubendrehers erreichbar. Beim Abnehmen der Bedienblende ist dann noch einmal auf das Steuerkabel Acht zu geben. Dieses wird aber ganz einfach abgesteckt. Als nächstes entfernen wir die Schrauben der Einspülkammer. 1, 2 und 3. Perfekt. Jetzt können wir die Kammer zur Seite drücken und kommen um einiges besser an die Feder heran. Um noch ein wenig mehr Platz zu schaffen, stecken wir auch die Magnetventile ab und lösen sie vom Rahmen. Dazu drücken wir die Nasen von hinten durch den Rahmen und drehen die Ventile von innen gesehen nach rechts. Als letzte Vorbereitung fädeln wir nun einen Tragegurt in den Rahmen ein. Damit heben wir den Bottich und erleichtern das Aushängen der Federn. Dabei achten wir darauf, dass dieser unter dem Motor zu liegen kommt und keine Kabel eingeklemmt sind oder abgerissen werden können. Ist das geschafft, lassen sich die Federn endlich tauschen. Dazu hängen wir die erste Feder am Bottich aus und entnehmen sie aus dem Rahmen. Als nächstes entfernen wir die an der alten Feder befestigten Plastikhülsen und bringen diese an der neuen Feder wieder an. Danach setzen wir die neue Feder wieder ein. Diesen Vorgang wiederholen wir dann auch für die zweite Seite. Perfekt! Das Tauschen der Federn wäre geschafft. Wenn du wissen willst, wie du im selben Zug gleich auch die Dämpfer tauschen kannst, sieh dir einfach das verlinkte Video an. Bevor wir die Maschine jetzt wieder zusammenbauen, entfernen wir zunächst den Spanngurt. Danach setzen wir die Magnetventile wieder ein und schließen sie an. Als nächstes folgt die Einspülkammer, die wir wieder ordnungsgemäß einsetzen und mit den drei Schrauben an der Vorderseite fixieren. Danach schließen wir auch die Bedienblende wieder an und setzen sie mit ein paar Klicks ein. Die Waschmittellade vergessen wir ebenfalls nicht. Danach können wir die Rückwand mit den zuvor entnommenen Schrauben fixieren. Als letztes fehlt dann nur mehr der Gerätedeckel, der ebenfalls an seinen angestammten Platz zurückkehrt und mit zwei Schrauben fixiert wird. Dann ist es endlich geschafft und die Federn dieser Bauknecht-Waschmaschine wurden getauscht. Wenn du ein Ersatzteil benötigst, schau doch auf Schraubdoc vorbei. Es zahlt sich aus, denn YouTube-Abonnenten bekommen bei jedem Einkauf Rabatt. Den Code dazu findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch einen Daumen hoch. Und vergiss nicht, Schraubdoc zu abonnieren.